Ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ja, und heute, ich hoffe echt, dass ich euch nicht zu laut bin. Also, heute geht's los mit einem neuen Let's Play-Projekt. Wie ihr seht, seht ihr nichts? Denn im Moment wird noch der Schatten angepasst. Jetzt schaltet sich auch gerade nochmal Nvidia ein. Sehr gut. So, ich habe noch keine Ahnung von diesem Spiel. Ich habe vielleicht eine Minute Gameplay gesehen vor 2 Tagen, aber auch eher unabsichtlich. Ich konnte mit dem Ganzen aber nichts anfangen, weil das war so weit out of order. Nee, also das ist so weit außerhalb von allem gewesen, dass ich da keine Ahnung habe, was da passiert ist. So, das ist natürlich immer diese übliche Käse am Anfang. Ja, hier wollen sie wieder Sachen verkaufen. Nee. Genau. Ich habe mir das Spiel damals in der Vorbestellung gekauft. Ich konnte es allerdings aus irgendeinem Grund nicht früher spielen. Ich habe die Deluxe-Version mit einem zusätzlichen Feature. Und zwar bekomme ich ein Reittier. Das scheint ein Hippogreif zu sein. Zumindest wenn man nach dem Bild geht. So, genau, also um welches Spiel geht es eigentlich? Genau, es geht um das Spiel Hogwarts, Hogwarts Legacy oder so ähnlich. Ich habe jetzt den Namen nicht im Kopf. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei im fünften Jahr aufgenommen wurden. Wieso im fünften Jahr? Hä, fängt man nicht normalerweise im ersten Schuljahr an? Zunächst mal würde mich jetzt interessieren, erstens, wieso fängt man im fünften Schuljahr an und nicht im ersten? Ich bin vom ersten ausgegangen, weil wir spielen ja nicht die Story von Harry Potter, das muss man dazu sagen. Wir spielen nicht das Spiel von Harry Potter, sondern wir spielen Hogwarts. Das ist ein bisschen was anderes. Deswegen steht auch nicht Harry Potter im Titel, nehme ich mal stark an. Ich weiß noch nicht, wie ich es genau gemacht habe. Wieso spielen wir einen 16-Jährigen oder einen 15-Jährigen? Verstehe ich echt nicht. Aber gut, also der Typ sieht mir ja mal sowas von gar nicht ähnlich. Das sieht ein bisschen aus wie Skirt Scamander. Allerdings habe ich auch solche Locken. Und ich finde übrigens die Kleidung furchtbar. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh Gott. Ich habe zwar ein paar Sommersprossen, aber deutlich nicht so extrem. Das hier ist ja. Wobei, ich glaube, von meinen lockigen Haaren passt wahrscheinlich die Frisur hier deutlich besser. Ich glaube, ich nehme das hier. Das gefällt mir gerade ganz gut. So würde ich ja mit langen Haaren ausschauen. Also nicht so natürlich, aber so ähnlich. Also ich bin ja, von Natur aus bin ich ja eigentlich blond. Also ich bin ja eigentlich bin ich ja wirklich blond. Aber keiner von euch kennt mich blond, weil als ich älter wurde, als ich älter wurde, haben meine blonden Haare nachgelassen. Und ich habe jetzt ungefähr die Haarfarbe hier. Lässt sich natürlich alles nicht pauschalisieren. So, was haben wir hier? Augenfarbe. Ich habe ja braune Haare. Braune Haare. Ich bin blond und habe blaue Augen. Ja, macht euch drüber lustig. So. Ich habe auch so eine ganz geile Augenfarbe. Weil meine Augenfarbe, die switcht nämlich je nach Sonnenlicht und generell je nach Lichteinfall zwischen Blau, Grün und Grau hin und her. Das ist ziemlich cool. So, der Name. Wir machen natürlich meinen realen Namen. Wir könnten natürlich auch Big D reinschreiben. Ich schreibe aber noch live dazu. Falls ich irgendwann meinen anderen Zauber, falls ich irgendwann meinen anderen Spielstand anfange. Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht. Das war gar nicht schlecht. Wunderbar. Von mir aus kann's losgehen. Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Ich will echt nichts sagen, ne? Aber das merkt man so unfassbar extrem, dass es schlecht gepitcht ist. Das sieht ja aus, als hätte ich das gepitcht und das will schon was heißen. Okay, es fängt schon mal sehr, sehr interessant an. Es ist nämlich anscheinend eine ältere Version. Also sprich, es ist vor unserer Zeit in Hogwarts, vor Harry Potter und so. Vielleicht fängt es sogar so an, dass man in der Zeit von, ja, in der Zeit von Voldemort würde ich fast nicht mal sagen. Wäre wahrscheinlich ein bisschen zu lange her. Ich persönlich glaube, dass es unter anderem um die Koboldkriege geht. Wir wissen ja, dass es in Herr der Ringe Koboldkriege gab. Nach. Mir nach. Feinde apparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Okay.
Kann ich überhaupt schon disapparieren? Ich bin erst im fünften Jahr, ne? Ich finde es ein bisschen schade. Ich hatte mir was anderes in dem Spiel vorgestellt, aber ich habe mich halt auch nicht informiert, ne? Vor allem disapparieren. Ich kann ja gar nicht disapparieren. Da vorne ist etwas. Was ist es? Die leuchten wieder. Diesmal auf dem Boden. Ah, gedrückt. Kondas Duta betäuben. Ja, das habe ich schon gemerkt. Also man kann die Gegner betäuben mit einem Konter. Ein bisschen auf das Spinnensinn achten. Achso, ich muss einen Konter auf Ding anwenden. Achso, muss ich das machen, okay. Hogwarts Legacy. Oh, ich würde gerne stoppen. Ich will das aber nicht überspringen. Mano. Harry Potter und Hermine? Professor Weasley. Weasley? Professor Weasley. Ich glaube, ich fall vom Stuhl, Alter. Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen. Bestimmte Erwartungen. Ey, jetzt fang hier nicht mal an, über mein Sexualleben zu reden. Jetzt fängt er hier an, über meine Vorlieben zu tratschen. Ich glaube, es sagt. Ich freue mich auf den Unterricht. Ich will unbedingt was erkunden. Ehrlich gesagt, ich bin eher ein Fan vom Erkunden. Ich erspare mir mal meine zweideutigen Anspielungen. Also Kühnheit würde ich nicht sagen. Neugier, ja, bestimmt. Loyalität ist mir sehr wichtig. Ehrgeiz, ich bin nicht wirklich ehrgeizig. Also die zwei fallen schon mal raus. Neugier und Loyalität. Ich würde sagen Loyalität. Loyalität? Vielleicht gehörst du nach Hufflepuff. Oh Gott. Bitte nicht. Ach, kommt, ich mach. Ich spüre einen wachsenden Ehrgeiz. Oh, jetzt ruckelt's. Wieso ruckelt's jetzt? Falls reich sein. Gang zum Slytherin-Gemeinschaftsraum. Also, ich werde es so machen. Ich werde jetzt noch etwa eine Stunde aufnehmen. Dann ist es etwa 21 Uhr im Real Life. Gut. Und ich schneide dann das Video an dem Punkt, wo dann die Eule so durchgeflogen ist und dann das schwarze Bild kam, nachdem man auch das erste Mal gesehen hat. Und ab dem Zeitpunkt alle 20 Minuten in etwa. 20, 25 Minuten pro Folge. Das heißt, es wird in vielen Folgen wahrscheinlich keine Hallo und Auf Wiedersehen geben, sondern immer nur am Anfang und am Ende von der Aufnahmesession. Zumindest jetzt am Anfang fürs erste Mal. Aber ich kann auch gar nicht länger als bis eins aufnehmen gerade. Sowas finde ich immer merkwürdig, Alter. Das muss doch zum Putzen, muss doch sowas hier der absolute Horror sein. Dieses typische Reinblüdergedöns von den. Daran hatte ich jetzt im ersten Moment nicht gedacht. Dieses typische Reinblüder über alles ist natürlich so ein bisschen rassistisch eigentlich. Da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht gehabt gerade. Außerdem ist es einfach nicht so anspruchsvoll. Die Züge sind immer so offensichtlich. Warum sieht das sonst niemand? Weil Schach durchaus ein sehr, ja, anspruchsvolles Spiel ist. Wenn man jemanden zuschaut, der was davon versteht, wie er spielen muss. Boah, krass. Eine Sekunde. Das ist auch geil gemacht, wie die Tür voll durch die Wand backt. Echt genial gemacht, Alter. Sorry, aber das ist für ein fertig entwickeltes Spiel in der heutigen Zeit. Finde ich das schon ein bisschen bitter. Oh Gott. Was ist das denn für eine kindliche Karte? Okay. Ich will übrigens noch kurz was anmerken. Dieses Spiel ist im Jahr 2023 entstanden. In einem Jahr, in dem wehende Haare und ähnliche Aktionen durch Animation in Computerspielen eigentlich schon perfekt sind und existieren. Wieso schaut es aus, als hätte ich einen Wischmopp auf dem Kopf, der irgendwie in 200 Liter Haargel getaucht wurde, weil er sich genau meinem Kopf entsprechend bewegt? Liegt das daran, dass die Qualität zu schlecht ist vom Spiel wegen der Aufnahme, oder liegt das daran, dass es einfach schlecht programmiert ist? Generell finde ich übrigens auch bei der Karte die Aufmachung nicht so schön. Das sieht irgendwie alles ein bisschen... Für meine Verhältnisse sieht das einfach ein bisschen zu kindisch aus. Das sieht aus...
wie die Karte von Fable, das muss ich echt sagen, von Fable 1. Und Fable 1 ist entstanden im Jahr 2000, schlag mich tot, 2008, 2006, 2005, irgendwas in dem Zeitraum. Sorry, aber das ist echt, weiß ich nicht, ich sehe das fast als Geldverschwendung, ehrlich gesagt. Ich weiß aber nicht, ob das einfach an meinen Einstellungen von der Grafik her liegt. Wobei, so schlecht war die, glaube ich, gar nicht. Können wir gleich nochmal nachschauen. Ah, sorry, ich bin echt keine Grafikhure, aber wenn man was macht, sollte man es doch richtig machen, oder? War das gerade ein Dementor? Ja. Wirken Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt? Wirken Sie jedes Mal zuerst. Wahlknochen. Sieht mir übrigens am Schädel, dass das Wahlknochen sind. Oder zumindest sonst, glaube ich, wieder hier darstellen. Ah ja, perfekt. Gut, dann machen wir hier in der nächsten Aufnahmesession weiter. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, euer Drache. Haut rein und tschö, tschö. Kurzum, verzaubern Sie die Kugel mit Akira und lassen Sie sie. Sehr gut. Jetzt nicht? Nun, stellen Sie es sich wie eine Partie Koboldsteine vor. Aber statt die Murmeln zu werfen, müssen Sie die Murmeln zu sich nehmen. Ach so, ich darf das nicht. Ausgezeichnete Kontrolle. Ach so, ich darf die nicht komplett durchziehen, oder was? Hä? Jetzt hat. Genau so. Das passiert den Besten von uns. Okay, verstehe. Ja gut, man muss dann nochmal Sehr drücken. gut, Punkte für Slytherin. Ja, nee, ist denn 50. Ich glaube auch. Na bitte. Ach hier. Sehr gut. Konzentration. Kann es einfach, weil man muss nämlich doppelt drücken. Ach Mist. Konzentration. Dann los. Ich will versuchen, die runter zu schubsen. Mist. Ja, Mist. Das ist gar nicht so einfach, weil man muss nämlich ganz genau richtig drücken und irgendwie habe ich da das Timing jetzt richtig drin. Na, dann wollen wir es doch ein wenig interessanter machen. Ich glaube, interessant haben wir längst hinter uns gelassen. Was soll das jetzt werden? In der Tat. Genug geplappert. Das erfordert Ihre ganze Konzentration. Diese Runde entscheidet alles. Oh Mann, warum muss ich so einen Quatsch hier machen? Genau so wird das gemacht. Tag hier. Ich hätte also die Kugeln vorhin runterstoßen können und hätte quasi 100 Punkte zu 50 gehabt. Ey, weh, du schubst mich jetzt runter. Ah, es war zu viel. Das Timing ist nicht einfach. Alter. Tag hier.
100 zu 100. Sehr gut, alle beide. Gute Arbeit. Hogwarts Legacy oder Legis, keine Ahnung. Ja, heute ist es leider nicht ganz so schön wie gestern, was meinen Platz zum Arbeiten angeht, aber ich werde das irgendwie bewerkstelligen. Mein Großvater. Du wolltest mich sprechen. Mein Breiten zu vertrauen. Oh nein, das ist Peeves, oder? Also Peeves fand ich immer ehrlich gesagt sehr nervig in den Filmen. In den Büchern. In den Filmen wurde er ja rausgeschnitten. Für den ersten Teil wurden sogar Folgen aufgenommen. Na du? Ich finde Eulen voll cool übrigens. Oh je. Das lese ich euch aber nicht vor. Mann, mein Husten. Entschuldigung. Ich glaube nicht, wie mich das aufregt. Euch regt es wahrscheinlich auch auf, wenn ich mitten in die Aufnahme reinhuste. Rebellion. Mit R? Mit T? Achso, warte mal. Kann ich mich von jeder Position zu jeder Position porten? Wohlgemerkt, so wo ich es natürlich habe, wahrscheinlich. Probieren wir es mal hier hin. Ich muss anscheinend gar nicht zum Feuer. Ich dachte, ich muss von einem Feuer zum anderen. Aber da habe ich wohl ein bisschen zu logisch gedacht. Inzwischen etwas über das Gemälde herausgefunden? Ich lese das nicht extra alles vor. Manche Sachen brauchen wir halt später, aber ich habe noch keine Ahnung, was genau das alles bringen wird. Von daher. Oh, es gießt von alleine. Die Mammut von Sonnenblumenkerne kenne. Weiß kein Vogelfutter hat. Sieht nicht aus, als wäre hier irgendwas Interessantes. Genau, und Q ist ja der Heilung, R ist der Ding. Was ist denn mit dem da, Alter? Was war das? War das ein Grafikfehler? Das interessiert mich dann doch. Status des schlafenden Drachen. Das Motto von Hogwarts, Draco Dormines Nonne Quam. Oh Gott, Latein. Titalanus bedeutet, kitzel niemals einen schlafenden Drachen. Sollten sich die Hater mal merken. Zum Glück ist das schlafende Drache aus, ist der schlafende Drache aus Stein. Na, das sollten sich die Hater mal merken, den Spruch. Ich habe ihn leider, ich weiß nicht, wie ich ihn aussprechen soll. Okay. In der Zwischenzeit werden wir eben Ladebildschirm sind wir eben specken, wie wir zeitlich sind. Jetzt hätte ich was gesagt, Rogue Legacy. Hogwarts Legacy. Und, ja. Ob man Erfolg kriegt, wenn man genug Katzen streichelt. Ich bin ja nicht so ein Katzenfreund, ich bin ja eher ein Hundefan. Ich stehe auch eher auf Werwölfe als auf Vampire zum Beispiel. Aber das eine hat mit dem anderen, glaube ich, wenig zu tun. So. Was? Mehr Arbeit? Voll so, was? Nee, ich arbeite doch nicht mehr. Mr. Ollivander ist ein hochkompetenter Handwerker und genialer Zauberstabmacher. Ich lasse mich nur von ihm ausstatten. Das, wäre jetzt auch so viele Möglichkeiten, ein perfekter Anlass für perverse Witze, aber ich lasse es mal. Von mir aus kann's losgehen. Sie sollten sich sputen. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den drei Besen ein Butterbier genießen. Chillig. Ich darf gleich am ersten Tag ans Saufen gehen. Alter, was ist das denn? Ey, in die Schule möchte ich aber auch gerne, Alter. Gleich mal am ersten Tag ans Saufen. So, es gab übrigens einige Kommentare, die ich sehr interessant fand. Einige haben sich darüber aufgeregt, wie schlecht ich kommentiere und wie schlecht ich auf das Spiel eingehe und so weiter. Die Sache ist die, ich müsste mir echt angewöhnen, mehr auf die Sachen aufmerksam zu machen.
und mehr darüber zu sprechen. So, oh, schaut mal die Berge, schaut mal die Leute da oder so. Aber ich muss sagen, ich bin grafisch ehrlich gesagt eher ein bisschen enttäuscht. Wie groß ist die Welt? Alter! Ihr wollt mich doch verarschen. Ach du Scheiße. Okay. Hey, jetzt hau die einfach ab. Ich finde es aber interessant, dass ich als Slytherin mit einer Hogwarts-Schülerin, die aus Gryffindor ist, so gut zurechtkomme. Normalerweise verträgen die sich doch nicht. Ich werde möglichst viel aufnehmen und auch morgen. Morgen werde ich den ganzen Tag im Hotel verbringen. Also, wir sehen uns später. Was ist das, Alter? Zeus Blitz oder was? Wirklich interessant. Gefällt mir ehrlich gesagt alles nicht. Faszinierend. Wegsam. Ich hätte gerne Drachenherzfaser. Wartet mal kurz. Ich muss mich mal kurz schneuzen. Und noch den Samen. Ich erspare mir auch hier einen obszönen Witz. So, ich habe gerade gemerkt, eigentlich müsste ich einen Livestream machen, weil wir haben schon 20:30 Uhr und ich möchte eigentlich heute nicht so lange machen. Muss ich mir also noch überlegen, wie ich dann weitermache. Aber das sehen wir dann. Ich war schon duschen, aber ich wollte mich noch nachher noch mal ein wenig frisch machen. Ja, machen wir mal weiter. So. Und wenn ich die Karte richtig im Kopf habe, müsste ich jetzt hier, wenn ich runterlaufe, wieder genau an den ersten Trankläden vorbeikommen und am Samenladen. Auch wenn sich das schon wieder voll pervers anhört. So. So. Zutaten so schnell wie möglich. Oder. Entschuldigung. Sag bloß, die haben ein Crafting-System. Ich krieg einen Kotzanfall, Alter. Ich kotze immer Kort. Das versteht mich nicht falsch. Ich stehe auf sowas. Versteht mich nicht falsch. Ich stehe auf sowas normalerweise. Aber bei Harry Potter habe ich eigentlich keinen Bock, jetzt hier irgendwie Crafting-Systeme zusammenzusammeln und mir hier irgendwie, keine Ahnung, ein eigenes Schloss Hogwarts oder so einen Scheiß aufzubauen. So. So. Die drei Besen. Mal schauen, ob ich sie von alleine erkenne. Ah, da schau mal, da ist sie doch. Ah, nee, jetzt muss ich noch zur magischen Rüben. Wollt ihr mich verarschen? Das habe ich mir aber gemerkt, wo es ist. Ja, das ist so ein Vorteil, wenn man ein relativ cooles Gedächtnis hat, was sowas Umgebungen angeht. Professor Weasley, selbst Pippin kauft bei mir. Pippin? Sagen Sie, ich dachte, wir sind in Harry Potter. Den Herr der Ringe. Was auch witzig wäre, ne? Wenn ein, ist mir gerade so gekommen, fliegt da gerade über euch irgendwo ein Schüler auf dem Besen vorbei, einfach mal so ein bisschen hier so. Ne? Einfach mal den Besen wegsnacken. So. Mein Besen. Zack. Nein. Was ist das? Jetzt darf ich auch noch ausweichen, oder was? Au. Ey, ich bin noch ausgewichen. Alter. Oh shit. Okay, Protego bringt nichts, deswegen muss man ausweichen. Ich glaube, es hackt. Ach nö. Ach nö. Nö. Warum? Warum passiert immer mir sowas? Berlins Bart. Ich würde sagen, dass wir. So. Willkommen. Ich gebe euch einen aus. TS TV. Okay, verstehe nur ein paar. Angriff gemacht. Und Rookwood? Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Ja.
danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich werde jetzt eine kleine Aufnahmepause machen und dann werde ich hier gehen an Stream machen und dann werde ich noch ein bisschen aufnehmen, denke ich, und dann mal schauen, wie es weitergeht. Ich bin auch hype auf dem Game.